Hallo, liebe Deutschlernende. Heute rede ich über ein Wort, das ich ehrlich gesagt nicht mag. Und dieses Wort ist Drachenfutter. Ja, Drachenfutter. Und Drachenfutter wird oft genannt als einer der Wörter, die unübersetzbar sind. Ja, eines der Wörter, die wir Deutschen benutzen, die man sehr schwer in andere Sprachen übersetzen kann. Ja, was ist Drachenfutter? Nun, Drachenfutter ist ein Geschenk, das man einer Person gibt, die wütend ist, ja, um diese Person zu besänftigen. Ja, und damit ist oft die eigene Ehefrau gemeint. Ja, die Ehefrau ist wütend, ja, die Ehefrau ist wütend auf ihren Mann, weil der Mann etwas gemacht hat, was ihr nicht gefällt. Und dann kommt der Mann an mit Blumen oder mit Pralinen, ja, mit Drachenfutter und sagt ihr: Oh, Schatz, es tut mir so leid. Ich möchte mich gerne bei dir entschuldigen. Hier sind Blumen, hier sind Pralinen, ja, oder hier ist irgendein anderes Geschenk, ja. Und damit vergleicht man sozusagen die Ehefrau als Drachen, ja. Die Frau ist so wütend, sie ist ein Drache, ja. Ein Drache wie aus der Mythologie, ja. Ein Wesen, das Feuer speit, ja, das Feuer spuckt, ja, Feuer kommt aus dem Mund des Drachen, ja, das ist ein Drache. Und man sagt praktisch, dass die Frau ein Drache ist, ja, sie ist so wütend. Und wir brauchen jetzt Drachenfutter, ja, Futter, also Essen für den Drachen, um diesen Drachen zu besänftigen. Ja, und metaphorisch sagt man Drachenfutter, um die eigene Ehefrau zu besänftigen. Ja, das ist das Wort. Und ich habe es ehrlich gesagt noch nie gehört. Ich habe nur davon gelesen, weil Leute sagen, okay, was sind die 10 unübersetzbaren Wörter im Deutschen? Ja, Stelle 1, Drachenfutter. Ja. Und ich habe nicht nur nie von diesem Wort gehört, sondern es gefällt mir auch nicht. Denn was sagt das über einen aus, wenn man sagt, oh, ich muss jetzt Drachenfutter bringen? Ja? Ich meine, was ist das für ein Verhältnis, das man mit der eigenen Frau hat oder auch mit einem Freund hat oder einer Freundin, dass man Drachenfutter bringen muss? Ja? Dass man sich so sehr entschuldigen muss für etwas und dass man ein Geschenk bringen muss, um sich zu entschuldigen. Ja, kann man nicht einfach zu der Person gehen? Kann man nicht einfach zu der Freundin gehen oder zu der Frau gehen und sagen, hey, ich habe einen Fehler gemacht, es tut mir leid, warum muss man Drachenfutter bringen? Ja, und warum ist die Person so wütend? Ja, warum ist die Person so wütend? Ja, warum gibt es so ein großes Problem, dass man diese Person als Drachen bezeichnet? Ja, also ich verstehe das nicht, warum Leute dieses Wort benutzen. Ja, ich verstehe nicht, warum Leute sagen, dass sie Drachenfutter bringen müssen. Ja, ich meine, wirklich, was ist das für eine Beziehung? Ja, ich denke, ja, es gibt natürlich Situationen, in denen man sich entschuldigen muss. Natürlich, aber doch nicht mit Drachenfutter. Okay? Ich hoffe, du hast etwas gelernt. Und wenn du dich einmal bei jemandem entschuldigen musst, dann hoffe ich, dass diese Person nicht zu wütend ist und dass sie auch verständnisvoll ist, ja, und nicht wie ein Drache ist. Und ich hoffe, du kannst dich mit Worten entschuldigen, ohne Drachenfutter bringen zu müssen. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen. Tschüss.